Nächsten Inkscape Screencast. Was wir diesmal machen wollen, ich will euch einfach mal zeigen, was man sonst noch so alles mit Inkscape anfangen kann, nämlich zum Beispiel Präsentationen erstellen. Dafür braucht man eine kleine Erweiterung für Inkscape, nämlich Jesse Ink. Wie man die installiert, habe ich in dem entsprechenden Artikel zu diesem Beitrag niedergeschrieben. Und nachdem ihr die Extension installiert habt, findet ihr unter Effekte einen neuen Eintrag, nämlich Jesse Ink mit den entsprechenden Skripten, die wir für das Erstellen von Präsentationen benötigen. Jetzt fangen wir allerdings erstmal an. Und zwar erstellen wir uns ganz einfach mal einen Präsentationshintergrund. Dafür stellen wir die Dokumenteneinstellung auf eine typische Bildschirmgröße, in meinem Falle 1024 x 768. Mein Präsentationshintergrund soll grün sein, dafür zeichne ich mir erstmal ein grünes Rechteck. Das soll natürlich eine Größe von 1024 Pixel haben und oben und unten möchte ich gerne etwas Platz haben, und zwar jeweils 20 Pixel, also eine Höhe von 728 Pixel. Ich zentriere das erstmal hier mit dem Werkzeug Objekte ausrichten auf die Seite, und zwar mittig. Der grüne Hintergrund soll einen radialen Farbverlauf bekommen, und zwar von einem dunklen Grün zu einem hellen Grün. Das ist ein bisschen zu dunkel, oder? Allerdings vom Boden der Präsentation so genau habe ich mir das vorgestellt. Was wir auf jeder Folie auf jeden Fall haben werden, ist eine Überschrift. Die möchte ich präsentieren auf einem eigenen Hintergrund, und zwar einem grauen. Dafür zeichne ich mir wieder erstmal ein Rechteck und gebe dem eine Höhe von 100, denke ich, reiche, und natürlich eine Breite von 1024. Was? 1024. So rum. Ich hatte gesagt, es soll eine graue Fläche werden. Auch hier hätte ich gern einen radialen Farbverlauf. Aber erstmal setzen wir das grob so hin. Gebe dem, wie gesagt, einen radialen Farbverlauf. Von hier von einem hellen Grau zu einem etwas dunkleren Grau. Auch das hier setze ich an den Boden. Und hier ziehe ich einfach nur nach oben. Das Ganze richte ich jetzt natürlich wieder mittig auf die Seite aus, aber diesmal nur die vertikale Mitte. Mach davon noch ein Duplikat, das ich schwarz färbe und einfach erstmal 3-4 Pixel mit den Cursor-Tasten nach unten setze. Dem gebe ich eine Unschärfe vom Faktor 3 und nehme die Objektsichtbarkeit auf 50% zurück, setze das mit den Bildabtasten unter meine graue Fläche. Jetzt sehen wir, hier haben wir einen kleinen Schatten. Jetzt möchte ich noch einen weiteren Gimmick adden, und zwar mache ich mir noch ein Rechteck. Und hier setze ich die Füllung erstmal auf weiß. Die soll natürlich auch 1024 breit sein. Und ups, oh, falsches Kästchen. Naja, egal. 1024 und hier eine Höhe von 3 Pixel. Das schiebe ich mir erstmal grob hier in die Richtung. Selektiere noch die graue Fläche dazu.
gehe hier wieder auf das Werkzeug Objekte ausrichten, stelle hier auf Auswahl und zentriere diese mittig und auf einen gemeinsamen Boden. Jetzt selektiere ich wieder nur das Weiße und dem gebe ich auch eine radiale Verlaufsfüllung. Und zwar von weiß nach transparent. Dann habe ich hier so eine kleine Spiegelung. Und genauso soll mein Präsentationshintergrund aussehen. Ich speichere den hier an der Stelle mal unter mein Homeverzeichnis als jessieinc.svg und rufe just diese jessieinc.svg in meinem Browser auf. SVG ist ein XML-Dialekt und den können unsere Browser interpretieren. Man sieht also hier, mein Präsentationshintergrund wird wiedergegeben, allerdings in seiner originalen Größe und oben links beginnend, so weit wie es halt reicht. Er wird nicht skaliert oder sonstiges. Das ist natürlich ungeeignet für eine Präsentation. Hier hätten wir es dann, wenn es geht, gern skaliert und zentriert angezeigt. Und damit das funktioniert, machen wir jetzt erstmal aus dieser einfachen Zeichnung eine Präsentation. Dort gehen wir auf Effekte, jessieinc und sagen Install Update. Jetzt edit unser Skript ein kleines Stück JavaScript zum SVG, was nachher aus dem SVG eine Präsentation macht. Wir speichern das wieder und rufen das Ganze nochmal im Browser auf. Und jetzt sehen wir, die Zeichnung wird zentriert angezeigt und skaliert. Was mir allerdings noch nicht so gefällt, ist dieser weiße Hintergrund, der eigentlich kein weißer Hintergrund ist, sondern ein durchsichtiger. Hier wird im Eventualfall die Standardeinstellung des Browsers gezeigt und wenn der jeweilige Nutzer zum Beispiel Ping eingestellt hatte, käme hier Ping. Das hätte ich allerdings gar nicht gerne und so setze ich meine Dokumenteneinstellung hier einfach mal auf Schwarz. Speichere ich schnell. Wir refreshen den Browser nochmal. Ja, so gefällt mir das relativ gut. Jetzt gehen wir zurück auf unser Inkscape. Jessieinc macht aus jeder Ebene eine einzelne Folie. Damit wir mit Ebenen arbeiten können, brauchen wir natürlich den Ebenendialog. Den finden wir unter Ebene. Ebene findet man hier einen Ebenendialog, ähnlich wie bei Inkscape. Wir nennen als erstes mal hier diese Ebene 1 um, und zwar in Master Slide. Denn genau das soll es jetzt werden. Diesen Hintergrund hätte ich gern auf jeder Folie. Und damit das so ist, ohne dass ich es neu zeichnen muss oder auf die entsprechende Ebene kopieren muss, geht das ganz einfach. Wir gehen auf Effekte, jessieinc und hier Master Slide. Hier müssen wir einfach nur den Namen der entsprechenden Ebene angeben, die der Master Slide sein soll, wenden das an. Und wenn wir jetzt hier eine neue Ebene anlegen, Slide 1 nennen wir die mal. Wir können hier schließen bei Master Slide, blenden das mal aus und wenn es ist hier nicht zu sehen, und wir schreiben mal ganz schnell was drauf. Test. Und zwar in weiß. Speichern das mal schnell. Gehen mal schnell auf unsere Präsentation. Refreshen. Und wir sehen, hier wird ganz einfach auf der Folie der Hintergrund mit angezeigt. Wollen wir aber hier an der Stelle nicht. Wir nehmen jetzt mal gleich das Test. Und bearbeiten das mal. Das nennen wir nämlich jessieinc. Das hätte ich gern zentriert. Und zwar nach der Auswahl. So. Jetzt kann ich das wieder schließen. Dupliziere das mal mit STRG D.
und rutsche das einfach ein bisschen nach unten, verändere den Text wieder. Auch den rutschen wir mal ein Stück rüber. So, kopieren den nochmal mit STRG D. Rutschen den wieder etwas nach rüber. So. Eins hätte ich jetzt noch gern, ein Aufzählungszeichen für meine Folien oder meine Folienpunkte. Dafür male ich mir einfach mal einen weißen Kreis. Selektiere hier mit Shift-Taste noch die Schrift dazu, damit ich das schnell ausrichten kann. Zentriere es mittig. Dupliziere den Punkt nochmal mit STRG D. Verschiebe den nach unten. Selektiere hier diese Schrift wieder dazu und setze das wieder mittig. Jetzt habe ich so auf die Tour ganz schnell meine Folienpunkte erstellt. Gruppieren wollte ich nie. STRG G. Ich gruppiere es einfach mal. Das ist einfach nur zum Arbeiten. Wir brauchen noch eine weitere Folie, die nehmen wir einfach Slide underscore 2 hinzufügen. Und jetzt möchte ich gern da natürlich dieselbe Überschrift haben. Also mache ich hiervon ein Duplikat mit STRG D, drücke Shift und Bild auf Taste, um es auf die nächsthöhere Ebene zu verschieben. Das mache ich ganz schnell mal auch mit den Präsentationspunkten. STRG D, Shift, Bild auf. Auch hier STRG D, Shift, Bild auf. Jetzt habe ich die natürlich auch oben auf der anderen Folie. Hier wollen wir allerdings einen anderen Text haben. Also ändern wir den mal. Arbeit. Halt. Hier müssen wir umkopieren. So. So, damit hätten wir eigentlich schon mal zwei Präsentationsfolien erstellt. Ich hätte gern noch eine Endefolie und eine Beginnfolie. Dafür füge ich mir jetzt einfach mal noch eine weitere Ebene hinzu, die ich Ende nenne. Jetzt habe ich allerdings ein Problem. Mir wird wirklich, eben wie gesagt, die Masterfolie hier mit kopiert. Das möchte ich aber weder auf der Ende noch auf der Masterfolie haben, dass da die Überschrift mit drauf ist, sondern die möchte ich gern extra machen. Also gehe ich wieder auf die Master Slide Folie, öffne hier den Knoten und hier tue ich mir einfach den grünen Hintergrund duplizieren und mit STRG X ausschneiden. Gehe zurück auf die Endefolie und sage hier an Originalposition einfügen oder STRG Alt plus V. Füge das ein und schon habe ich eine blanke grüne Fläche. Hier schreibe ich dann einfach drauf noch Fragen. Die berühmte Fragefolie in weiß natürlich, und die hätten wir doch gern auch fett, so, und natürlich ein bisschen größer, zack, und wisst ihr was, ganz einfach mal hier so zentriert, so, hier nicht nach Auswahl, sondern nach Seite, so, dann hätte ich da gerne noch ein Fragezeichen, ganz einfach.
Okay, das machen wir uns noch ganz groß. So, ganz groß. Zack. So, dem geben wir einfach einen grauen Hintergrund. Setzen den in der Sichtbarkeit etwas herab. Drehen das ein klein wenig. So. Und setzen das einfach mal mit der Bild-Abtaste 1 nach unten. Das wäre meine Endefolie. Dasselbe jetzt nochmal mit einer Startfolie. Hier fügen wir einfach unterhalb der, machen wir mal abbrechen, unterhalb von Slide 1 ist vielleicht besser. So ist dann hier nicht unterhalb überaktueller Folie, sondern unteraktueller, und die nennen wir Start. Hinzufügen. Auch hier dasselbe Problem. Was ist denn hier kaputt? Mann. Zack, zack. So. Auch hier gehen wir wieder aufs Master Slide. Steuerung D, Steuerung X mit dem grünen. Gehen auf die Startfolie-Ebene. Sagen hier wieder an Originalposition einfügen. Haben hier wieder eine grüne Hintergrundfläche. Und erstellen jetzt unsere Überschrift. So, die wollen wir gern zentriert und auch big und halt weiß. Passt mir noch nicht so. Ups. Das nervt. Ich will doch gar nicht das. So. Das. Sag mal. Dann machen wir es über Schriftwerkzeug. Zack. So. Hä? So, jetzt können wir auch noch ein bisschen größer ziehen. So. So, auch die möchte ich gern in der Seite mittig zentriert angezeigt haben. So, wir speichern das Ganze und jetzt können wir das im Browser einfach mal betrachten. Also refreshen. Das ist meine Startfolie. Mit den Cursor-Tasten können wir durch unsere Folien navigieren. Die zweite Frage, die dritte, noch nicht ganz so spektakulär. Was hier allerdings schon spektakulär ist, wir haben auch eine Übersichtsseite über alle Folien. Indem wir die Taste I drücken, bekommen wir eine Übersichtsseite, und hier können wir auch mit den entsprechenden Cursor-Tasten navigieren, und wenn wir hier wieder I drücken, landen wir auf der entsprechenden Folie. Jazzy Ink kann natürlich noch mehr, nämlich auch Übergangseffekte, und die finden wir ganz einfach unter Jazzy Ink. Transitions, das sind genau die Effekte für die Seitenübergänge, einmal zur Folie und von der Folie weg. Ich stelle hier einfach mal beim Layer Start auf Pop, wende das an, gehe auch bei Slide Underscore 1 auf Anwenden, bei Slide 2 natürlich auch und bei Ende natürlich auch. Was jetzt passiert, ist immer, dass die nächste Folie aufpoppt, und zwar mit einer Geschwindigkeit von einer halben Sekunde. Ja. Wir speichern das Ganze mal und schauen uns das im Browser an. Also erstmal schnell I drücken, so auf die erste Folie gehen, und dann poppen uns die entsprechenden Folien entgegen. Natürlich geht das auch mit einzelnen
Textpunkten. Hierfür gibt es ein weiteres Werkzeug, und zwar die Effects. Und zwar hier nehmen wir mal Fade. Und zwar die 2, genau. Und hier setzen wir auf 3. Anwenden. Das Ganze speichern wir wieder. Wechseln auf unseren Browser. Refreshen. Gehen wir schnell auf die Übersichtsseite. Wechseln auf die erste Folie. Und sehen hier, jetzt werden die einzelnen Schriftpunkte erst eingefädelt, wenn ich die Cursor-Taste drücke. Ja, also nochmal. Die nackte Seite kommt und einfäden. Das ist allerdings noch nicht alles, was Jesse Ink so kann. Und zwar hätte ich gern auf allen meinen Folien eine Anzahl, die wievielte Seite das ist. Dafür mache ich hier erstmal einen ganz kleinen Buchstaben, es ist egal welcher, nur dass es ein Buchstabe ist, ist interessant. Und den hätte ich auch gern fett. Ach Mensch. So. Kursiv. Nicht kursiv. So. Und aber auch weiß. Und hier sage ich jetzt ganz einfach Effekte. Jesse Ink. Autotext. Und wir sehen hier, wir können uns einblenden lassen den Seitentitel, was dann jeweils hier die Überschrift wäre. Wir könnten hier automatisch einblenden lassen die Gesamtnummer der Folien oder hier die Foliennummer. Und wir wenden einfach mal hier Foliennummer an. Speichern das mal schnell. Gehen zurück im Browser. Refreshen, gehen mal hier zurück und wir sehen, statt dem X steht hier unten eine 1. Das möchten wir natürlich auf jeder Folie haben, also nehmen wir das hier, mit STRG D duplizieren wir es, mit SHIFT und der Bild-Auf-Taste verschieben wir es jeweils auf die nächste Folie. Das machen wir natürlich so oft, dass es auf allen Folien ist. Jetzt ist es auf allen Folien. Speichern es, refreshen und schauen. Ja, da Folie 2, Folie 3. So einfach lassen sich mit Inkscape und Jesse Ink Folien erstellen. Als ich das erste Mal gesehen habe, war ich eigentlich relativ begeistert. Gibt hier noch jeweils mehr. Wir gucken mal schnell in die Keybindings und wir können sehen, wir können hier die Tasten setzen, um unsere Präsentation zu steuern. Dann, was gibt es noch? Ja. Ein Summary. Ein Maushändler. Hier kann
eingestellt werden, ob man zum Beispiel mit dem Mausklick auch weiter kommen soll oder ob er zum Beispiel zoomen soll, je nachdem, was man mit seiner Präsentation machen will. Also eine bisher ganz schön runde Sache und ich denke mal, ich werde meine Präsentation in Zukunft mit Jesse Ink erstellen. Und euch wünsche ich dann viel Spaß beim Experimentieren mit diesem Werkzeug. Bis zum nächsten Screencast.